so ein bisschen negativ das Thema, das ganze EGJ-Ding. Was ist da noch gekommen? Weil normal hier von wegen hier nicht loyal und so. Ja, ist ganz klar, dass wenn EGJ Beef hat mit dem Banger Camp, ist natürlich klar, dass es der Look, die Außenwahrnehmung ist natürlich scheiße dann für die Jungs. Mhm. Weil, hey, Flair ist mit Bushido cool, bla, jetzt ist er mit Farid cool, er ist nicht mehr mit Bushido jetzt down. Aber ich sag das jetzt hier in aller Öffentlichkeit. Die Jungs, dass ich mit Farid mich vertragen habe, hat nichts mit EGJ zu tun. Dass ich mit Bushido jetzt keine Musik mache. Und die haben auch in der Zeit, wo ich mit Ali, ich habe ja mit Ali eigentlich nur die meiste Zeit gechillt, yeah, oder mit Arafat, habe ich auch nicht jeden Tag mit Bushido Musik gemacht. Ich will damit sagen, ich habe mehr mit Ali gechillt, ich fand es cool, dass dann endlich mal wir zu dritten Song gemacht haben, Bushido, Shinny und ich so. Das eine Thema hat mit dem anderen nichts zu tun gehabt in der Entwicklung so. Yeah. Es war zeitlich natürlich wieder sehr eng so, aber es war von meiner Seite kein Move so. Es gibt natürlich wieder Sachen, es gibt dann wieder Statements von Bushido, die Sache dann wieder verschärft haben, so wie im Interview sitzen und irgendwas über mich lachen so, was komisch war so. Und was halt dann auch schon immer öfter vorkam, dass so Statements kommen, die so fragwürdig sind so. Aber wie gesagt, ich bin nicht, mein Leben, meine Musik, mein Hype wird nicht dadurch beeinträchtigt, was Bushido sagt. Deswegen habe ich mich auch nicht da reingesteigert, sondern ich habe einfach nur gesagt, guck mal, mir tut es weh im Herzen, dass du manchmal so Sachen machst, wo ein Freund das nicht machen sollte. So. Aber ist natürlich klar, guck mal, es gibt immer ein Camp. Und ich bin mit dem einen so, ich habe mit dem einen vereinzelt was am Laufen oder ich bin mit dem einen befreundet. Und es ist immer scheiße, dass das ganze Camp dann involviert ist. Yeah. Aber ich habe mit dem Camp gar kein Problem, Alter. Ich sehe das Camp auch nicht als Camp. Ich sehe jeden einzelnen von denen persönlich. Mit dem einen habe ich vielleicht ein Problem, aber dann habe ich mit dem anderen ein Problem. Weißt du, und dieses Berlin-Thema, loyal. Berlin war nie loyal zu mir. Loyal, wenn wir von diesem loyal, Mafia-loyal, der Pate-loyal, Goodfellas-loyal. Berlin war nie loyal zu mir, wenn ich Beef hatte, nie. Darum braucht keiner mit mir dieses Thema aufmachen. Aber trotzdessen bin ich nie verbittert gewesen. Ich bin nie zu den Leuten gegangen und habe gesagt, ihr wart nicht loyal. Ich mache meine Beefs alleine, ich mache meinen Frieden alleine. Ich mache alles alleine. Ich mache mein Business seit 10 Jahren alleine. Alles, was ich mit diesen Jungs gemacht habe, war immer auf Augenhöhe. Vereinbarung getroffen, die haben Wort gehalten, ich habe Wort gehalten. Wenn es da jetzt Beef gibt, so, ich bin nicht in dem Beef involviert. Ich bin mit dem cool, mit dem ich cool sein will und ich bin mit dem nicht cool, mit dem ich nicht cool sein will. Keiner kann mich da lenken, keiner kann mich da beeinflussen. So, Farid ist menschlich eine Eins, super Typ. Fertig aus, darum ist der mein Bruder. Fertig aus, Remo ist mein Bruder, fertig aus. Es beeinträchtigt nicht irgendwas, oh, ich mache mit dem einen Song, ich könnte Platten verkaufen. Wenn ich immer so gewesen wäre, guck dir meine Laufbahn an, wenn ich immer so sneaky-mäßig mit denen gegrapscht hätte, bei dem läuft. Hätte ich mich mit EGJ immer angelegt, wo die Nummer 1 waren? Hätte ich mich mit Farid und Kollegen angelegt, wo die immer Nummer 1 waren? Nein. Dann wäre ich immer Eierlecker gewesen bei denen, wo gerade läuft. Verstehst du, was ich meine so? Deswegen, das ist so Berlin, Alter. Ich bin Berlin. Ich bin Berlin. Ich repräsente Berlin Nummer 1. Ich will gar nicht sagen, was ich mache. Ich male, ich wollte schon wieder über illegale Sachen reden.